Wir leben seit ungefähr einem Jahr auf dem Land. Und im letzten Frühjahr haben wir ganz furchtbare Dinge erlebt. Hunderte von Motten haben unser Haus überfallen. Ich halte es immer noch für eine gezielte und geplante Aktion. Und daraufhin ist dieses Lied entstanden. Es ist das Lied vom Rat der Motten in H-Moll. Zu der Eibe am Wegesrand, wo jedes Jahr, wenn die Sonne naht, die Motten sich treffen zu ihrem Rat. Die Motten sich treffen zu ihrem Rat. Die Höhle im Baumstamm ist schon geschmückt. Die Tage sind in den Mai gerückt. Und sie kommen geflogen von nah und fern, denn keine versäumt dies Treffen gern. Denn keine versäumt dies Treffen gern. Sie sitzen und reden, bis der Abend naht. Dann erhebt sich der Älteste vom Mottenrat, tritt auf ein Podium und hebt die Hand. Und Ruhe tritt in die Eibe am Wegesrand. Und Ruhe tritt in die Eibe am Wegesrand. Alle wussten zu erzählen von Dingen, die im alten Jahr geschehen sind. Und alle Rätsel konnten wir erklären, bis auf eins. Jeder von uns hat schon erfahren, dass wenn er einer Kerze Flamme sieht, geheimnisvolle Kräfte ihn dann schlagen in ihren Bann. Dies Geheimnis zu ergründen, fliegen drei aus unserer Mitte aus. Sie werden genau untersuchen und des Rätsels Lösung finden. Fliegen durch ein Fenster
ins Zimmer. Gelockt durch eine Kerze magischen Schimmer. Gelockt durch eine Kerze magischen Schimmer. Sie besehen das Licht, mal von hier, mal von dort. Beraten noch kurz und fliegen dann fort. Kehren zurück zum Tagungsort. Und eine von ihnen ergreift dann das Wort. Und eine von ihnen ergreift dann das Wort. Wir fanden ein Licht, ganz hell und klar, das heller als die Sonne war. Als wir sahen, verging um uns die Nacht. Wir haben es von allen Seiten betrachtet, auf Farbe und Benehmen des Lichtes geachtet. Doch die Gründe für des Lichtes Kraft bleiben rätselhaft. Im Osten dämmert der Morgen schon, da fliegt eine junge Motte davon, stürzt in die Flamme, deren Kraft sie nicht kennt, glüht kurz auf und verbrennt, glüht kurz auf und verbrennt. Und die alte Motte erhebt die Hand und sagt, jene hat das Geheimnis erkannt. Sie kennt nun den Grund und sie weiß warum. Doch ihre Lippen sind jetzt ewig stumm. Doch ihre Lippen sind jetzt ewig stumm.